Die Skulpturen von Maria Bartuschowa befinden sich in der Ausstellung Fragment of an Infinite Discourse im Lenbachhaus. Maria Bartuschowa war eine der wichtigsten slowakischen Bildhauerinnen des 20. Jahrhunderts. Sie studierte in den 1950er Jahren in Prag und verbrachte den Großteil ihres künstlerischen Lebens in Košice. Bartuschowa war eine der Bildhauerinnen, die im Zuge der Frauenbewegung in der Mitte des 20. Jahrhunderts aus dem Schatten ihrer männlichen Kollegen traten und ihre eigenen Themen in die Bildhauerei einbrachten. Inspiriert wurde sie häufig zum Beispiel durch das Spielen mit ihren Töchtern. Sie hat beispielsweise Luftballons mit Gips ausgegossen, mit flüssigem Gips ausgegossen, den hart werden lassen und später die Ballons platzen lassen, sodass organisch aussehende Skulpturen entstanden sind. Und sie hat dann hinterher diese Oberflächen nochmal bearbeitet oder zum Beispiel mit Schnüren eingebunden, Schnüren, an die sie dann wieder Steine befestigt hat und somit hohe Spannung erzeugt hat. Sie verbildlicht häufig Themen von Verletzlichkeit und Fragilität, verbunden aber mit einer hohen Kraft und Widerstandsfähigkeit. Einerseits sind es Themen, die sich an der Natur und auch am menschlichen Körper orientieren. Also der menschliche oder der weibliche Körper ist zugleich sehr fragil, aber auch sehr widerstandsfähig. Und ihre Skulpturen sind unglaublich verletzlich auch, mit ganz dünnen Membranen. Auf der anderen Seite verwendet sie aber auch ein hartes Material, Gips. Gips ist allerdings auch ein Material, das seine Aggregatzustände ändern kann, von flüssig zu fest und somit die verschiedenen Polaritäten verbildlicht und für sie das perfekte Material ist. In den 70er Jahren schuf Bartuschowa eine Reihe von Aluminiumskulpturen, die sogenannten Folded Figures, die sie aus verschiedenen Einzelteilen zusammensetzte. Diese Skulpturen wurden häufig für Workshops mit sehbeeinträchtigten Kindern verwendet, die damit ihre haptischen Fähigkeiten und ihre haptische Orientierung schulen konnten, indem sie die Einzelteile dieser zusammengesetzten Skulpturen fühlen konnten, auseinandernehmen, intuitiv wieder zusammensetzen.